Herzlich willkommen zum nächsten Video-Input im Seminar Grammatik. Heute stehen die flektierbaren Wortarten auf dem Programm bzw. die Flexion zum ersten Mal und dabei vor allem das Verb. Hier ist die Literaturgrundlage für die heutige Sitzung. Und wir wenden uns jetzt im Vergleich zu den vorangegangenen beiden Sitzungen von der Wortbildung ab, als einem der Hauptprozesse der Morphologie, hin zur Flexion. Wir stellen uns die Fragen, wie lassen sich Verben und Verbtypen semantisch klassifizieren und wie lassen sich Verben und Verbtypen syntaktisch klassifizieren. Laut Literaturgrundlage würde die Frage, wie lassen sich Verben und Verbtypen morphologisch klassifizieren, auch noch zu diesem Block hier gehören. Aber diese Frage habe ich in die nächste Input-Sitzung verschoben. Also werden wir uns heute um semantische und syntaktische Merkmale von Verben kümmern. Hier sehen Sie eine Aufstellung danach, welche Wortarten wir im Deutschen unterscheiden und nach welchen Kriterien diese Wortarten unterscheidbar sind. Wir bewegen uns heute auf die linke Seite dieses Schemas und da finden wir zunächst alle flektierbaren Wortarten und um die werden wir uns in dieser und den nächsten Sitzungen auch kümmern. Und heute beginnen wir eben mit dem Verb. Und das Verb unterscheidet sich von den anderen flektierbaren Wortarten darin, dass das Verb konjugierbar ist. Wir beginnen mit den semantischen Eigenschaften von Verben, also damit, welche Bedeutungen sprachlich durch Verben ausgedrückt werden. Wir können zunächst einmal danach fragen, welche traditionellen Klassen von Verben es gibt, und da finden wir zunächst einmal sowas wie eine Unterscheidung von Eventualitäten nach dem Handlungsaspekt. Ich spreche hier jetzt von Eventualitäten, um alle Arten von Ereignissen, Situationen, Prozessen und so weiter zu umfassen, die von Verben ausgedrückt werden können. Dazu sage ich Eventualitäten. Also, und traditionell werden nun Verben danach unterschieden nach dem sogenannten Handlungsaspekt. Dann, wenn man das tut, bekommt man zunächst einmal so etwas wie Handlungsverben. Oder diese Verben heißen Handlungsverben und Handlungsverben bezeichnen intentionale Handlungen oder Tätigkeiten von Lebewesen. Also sowas wie gehen, spielen, essen, lesen und schauen, das sind alles Handlungen, die von Lebewesen ausgeführt werden. Und wenn ich sage Handlungen, dann bedeutet das, dass das absichtliche Handlungen sind, also intentionale Handlungen. Sie können nicht unabsichtlich spielen, beispielsweise. Von den Handlungsverben lassen sich dann die sogenannten Vorgangsverben unterscheiden. Die bezeichnen Prozesse, die sich an einem Subjekt ohne dessen Zutun vollziehen. Das wären dann sowas wie wachsen, sterben, blühen, faulen und rosten und viele andere. Und zum dritten hätten wir dann noch Zustandsverben. Die bezeichnen konstante Zustände des Subjekts, ohne dass eine Veränderung stattfinden würde. Also die Vorgangsverben und die Zustandsverben, die unterscheiden sich darin, dass bei Vorgangsverben sich Prozesse abspielen, da passiert also in einem bestimmten Sinne etwas, während bei Zustandsverben nichts passiert, weil sie eben nur Zustände darstellen. Stinken, stehen, liegen, sitzen, sein und bleiben wären Beispiele für Zustandsverben. Es gibt ein paar Diagnosen, wie man die voneinander unterscheiden kann. Zum Beispiel kann man Imperative nur mit Handlungsverben bilden, sowas wie geh oder iss. Aber man kann nicht sinnvoll jemandem befehlen zu wachsen
oder zu faulen oder zu stinken. Stinken wäre vielleicht noch möglich, wenn es um eine Bad Taste Party geht und das Ziel darin besteht, dass man so stark stinkt wie möglich, und dann bringt man sich eben dazu zu stinken. Und wenn man das tut, dann kann man jemanden auch auffordern zu stinken. Aber das sind schon sehr, sehr spezielle Kontexte. Man kann auch sagen, lieg oder bleib. Und in diesen Fällen wären aber liegen und bleiben, die hier unter den Zustandsverben gelistet sind, auch Handlungsverben. Also die können in diesem Falle auch Handlungen bezeichnen. Unpersönliche Passive lassen sich auch von einigen Verben bilden. Es wurde gegangen oder gespielt oder gewachsen oder gestorben oder gestunken oder gelegen oder gesessen. Da, wo das geht, wo das akzeptabel ist, da kann man davon ausgehen, dass es sich um Handlungsverben handelt. Also in dem Falle hier, es wurde gespielt, ist meines Erachtens problemlos möglich. Und dann haben wir auch noch so Beispiele wie Paul bzw. die Laterne hing am Baum. Da sehen Sie schon, wenn wir haben, die Laterne hing am Baum, da haben wir es mit einem Zustandsverb zu tun. Wenn wir sagen, Paul hing am Baum, dann kommt es jetzt darauf an, ob Paul das, sagen wir mal, freiwillig tut und lebendig oder eben nicht. Dann haben wir es in dem einen Fall mit einem Handlungsverb zu tun und in dem anderen Fall mit einem Zustandsverb. So ähnlich bei Paul schwamm im Fluss, beziehungsweise der Ast schwamm im Fluss. Bei dem Ast ist es klar, der kann da nichts zutun, dass er im Fluss schwimmt. Dabei handelt es sich um ein Vorgangsverb oder eher sogar um ein Zustandsverb. Und Paul, der kann entweder aktiv und intentional im Fluss schwimmen oder aber ihm geht es so wie dem Ast. Wir wollen es ihm nicht wünschen, aber in dem Fall hätten wir es dann auch nicht mehr mit einem Handlungsverb zu tun. Die Verben, die im Lexikon stehen, also in unserem grammatiktheoretischen Lexikon oder in unserem mentalen Lexikon, die sind nicht ganz fest einer Klasse zugeordnet, das haben Sie schon jetzt an den Beispielen gesehen, sondern die können je nach Kontext verschiedene Lesarten annehmen. Das heißt, wir haben zwar sowas wie Definitionen von Handlungsverben, Vorgangsverben und Zustandsverben, aber wir können nicht einfach jetzt alle Verben des Deutschen aufteilen und die trennscharf unter die eine oder die andere Kategorie hier schreiben, sondern das hängt auch vom Kontext ab. Oder es hängt sogar in sehr vielen Fällen vom Kontext ab. Wenn wir über die semantischen Eigenschaften von Verben sprechen, dann ist der sogenannte Aspekt eine prominente Kategorie, um die wir uns kümmern müssen. Was ist Aspekt? Wenn wir von Verbaspekt sprechen, dann meinen wir damit die Organisation von Eventualitäten hinsichtlich Dauer, Verlauf und Ergebnis. Es gibt zwei grundlegende Unterscheidungen, die dabei getroffen werden. Wir haben einmal den sogenannten perfektiven Aspekt gegenüber dem imperfektiven oder durativen Aspekt. Und diese Aspektarten, die unterscheiden sich darin, ob sie einen oder keinen Anfangs- oder Endpunkt implizieren. Ich zeige das gleich noch an Beispielen. Es ist so, dass dieser Aspekt perfektiv versus imperfektiv oder durativ in einigen Sprachen, vor allem in den slawischen Sprachen, ein vollständiges System aus Oppositionen bilden. Das heißt, wenn Sie da ein Verb benutzen, dann haben Sie immer die Auswahl aus zwei verschiedenen, je nachdem, ob Sie einen perfektiven oder einen imperfektiven Aspekt haben. Dann gibt es auch noch die Unterscheidung zwischen progressivem und nicht progressivem Aspekt. Die unterscheiden sich dahin, ob die Eventualität sich im Verlauf befindlich oder ob die Eventualität im Verlauf befindlich ist, das wäre dann progressiv, oder unabhängig vom aktuellen Geschehen
abläuft, das wäre dann nicht progressiv. Das wird grammatisch im Englischen kodiert. Da können Sie sowas sagen wie Normally I live in Köln, but right now I'm living in Düsseldorf. Also der Sprecher oder die Sprecherin dieses Satzes möchte anonym bleiben, aber Sie können hier sehen, dass Sie in dem Normally-Satz, da haben Sie einen nicht progressiven Aspekt am Verb. Das heißt sowas wie unabhängig vom aktuellen Geschehen lebe ich in Köln. Aber jetzt gerade, und das ist der Verlauf, der aktuelle Verlauf, lebe ich in Düsseldorf. Dieser Perfektiv versus Imperfektiv-Aspekt, der ist grammatisch und vollständig systematisch im Slawischen oder in den slawischen Sprachen vorhanden, der Progressiv beispielsweise im Englischen. Im Deutschen wird weder das eine noch das andere grammatisch ausgedrückt. Also es gibt keine grammatischen Morpheme, die diese Aspektunterschiede ausdrücken würden. Es gibt aber viele Sprachen, die ein Aspektsystem haben. Im Deutschen ist es eben nicht der Fall. Es gibt vielleicht in den westdeutschen Dialekten oder von denen her breitet sich sowas wie eine Progressivform aus, die dann auch grammatikalisiert ist. Das heißt, die zum grammatischen System gehört und die nicht bloß bestimmte Wörter dafür benutzt, um die Aspektunterschiede auszudrücken, sondern im grammatischen System beheimatet ist. Aber diese Form gilt noch nicht als Standarddeutsch und das ist der sogenannte Am-Progressiv, das sowas wie ich bin am Arbeiten, ich bin am Essen oder ich bin am Schlafen. Da sehen Sie, das ist nicht mehr rein lexikalisch, weil diese Präposition am hier jede lokale Bedeutung verloren hat. Im Deutschen drücken wir, wie gesagt, viele aspektuelle Unterschiede, also sowas wie einen Anfangs- oder einen Endpunkt implizieren oder nicht. Oder sich im Verlauf befinden oder nicht. Sowas drücken wir im Deutschen also nicht grammatisch aus, Ausnahme dieses Am-Progressivs, der aber nicht Standarddeutsch ist, sondern lexikalisch. Das heißt, wir wählen dafür verschiedene Verben und wir tun das periphrastisch. Das heißt, wir tun das mit verschiedenen Wörtern und der Kombination aus Wörtern. Das ist aber dann eben eine syntaktische Ausdrucksstrategie und keine morphologische. Wenn wir zum Beispiel den Verlauf ausdrücken wollen, dann sagen wir sowas wie ich lebe gerade in Düsseldorf, weil das Wort lebe, da ist in Leben ist keine aspektuelle Unterscheidung kodiert und deshalb müssen wir das mit gerade, also mit anderen Mitteln, mit syntaktischen Mitteln machen. Und dabei sprechen wir dann von Aktionsarten. Welche Aktionsarten gibt es? Das sind eine ganze Reihe. Ich gehe die jetzt einzeln durch. Wir haben zunächst eine imperfektive oder durative Aktionsart. Das wäre also ein fortlaufendes, gleichmäßiges Geschehen, wie zum Beispiel in Blühen, in Leben, in Gehen oder in Liegen. Dass das gleichmäßig ist und dass da kein Endpunkt oder Anfangspunkt impliziert ist, deswegen durativ. Das erkennen Sie daran. Stellen Sie sich einen Zeitstrahl vor, wenn Sie Blühen nehmen und egal, wo Sie jetzt in den Zeitstrahl des Blühens reinschneiden, überall sieht diese Eventualität gleich aus. Die Blume blüht oder sie blüht nicht, aber ihr Blühen ändert sich nicht. Dann haben wir sowas wie eine inkoative oder ingressive Aktionsart. Die Verben, die diese Aktionsart repräsentieren, die fokussieren den Beginn eines Geschehens. Also zum Beispiel erblühen oder aufwachen oder anspringen. Das bedeutet, beim Erblühen, da findet ein Zustandswechsel statt. Das heißt, da ist auch ein Anfangspunkt mit impliziert, nämlich der Wechsel von Nichtblühen zu Blühen, von Schlafen zu Wachen und von
nicht angeschaltet sein zu angeschaltet sein. Dann haben wir das Gegenteil davon, die egressive Aktionsart. Man nennt die auch terminativ, finitiv, resultativ oder effektiv. Und diese Verben, die diese Aktionsart repräsentieren, die fokussieren nicht den Anfang, sondern das Ende der Eventualität. Also verblühen, ausgehen, sterben, zugehen. Da finden wiederum Veränderungen statt. Das heißt, ein Endpunkt ist auch hier impliziert. Verblühen markiert den Übergang von Blühen zu nicht mehr Blühen. Ausgehen von Laufen zu oder von An sein, eingeschaltet sein zu ausgestaltet sein. Sterben von Leben zu Tod sein. Zugehen von geöffnet sein zu geschlossen sein. Und so weiter. Dann haben wir sowas wie punktuelle Verben, was deren Aktionsart betrifft. Also das wäre ein auf einen kurzen Moment begrenztes Geschehen, wie das zum Beispiel in Platzen oder Knallen der Fall ist. Das findet kurz statt, da findet ein sehr kurzer Zustandswechsel statt und dann geht es wieder zum Ausgangspunkt. Bei iterativ, das können Sie sich so vorstellen, wie viele aufeinanderfolgende punktuelle Geschehnisse. Man nennt die auch neben iterativ, frequentativ oder multiplikativ. Und hier wiederholt sich ein Geschehen ständig, zum Beispiel beim Hüpfen, beim Sticheln oder beim Wummern. Dann finden wir diminutive oder attenuativ, also abschwächende, eine abschwächende Aktionsart. Da diese Verben, die drücken sowas wie eine geringere Intensität eines Geschehens aus. Also sticheln und hüsteln gegenüber stechen und husten. Und davon der Gegensatz wäre dann eine intensive Aktionsart. Und diese Verben drücken dann eben eine höhere Intensität eines Geschehens aus. Zum Beispiel das Zerren gegenüber dem Ziehen oder das Schnitzen gegenüber dem Schneiden oder das Schlachten gegenüber dem Schlagen. Nicht alles davon ist sprachhistorisch noch transparent. Dann nehmen einige LinguistInnen auch sowas wie eine valenzverändernde oder zwei valenzverändernde Aktionsarten im Deutschen an. Die erste wäre die kausative Aktionsart. Dabei wird aus einem intransitiven ein transitives Geschehen gemacht. Hier sind ein paar Beispiele. Zum Beispiel der Unterschied zwischen Fallen und Fällen, zwischen zwei Versionen des Hängens oder des Versinkens und des Versenkens. Wenn Sie sich die intransitiven Geschehen anschauen, also Fallen, Y fällt, Y hängt, also zum Beispiel die Wäsche hängt auf der Leine, Y versinkt, das Schiff versinkt, und vergleichen das mit den transitiven Varianten, jemand fällt den Baum, jemand hängt die Wäsche auf, jemand versenkt das Schiff, dann sehen Sie, dass jeweils beim intransitiven Verb das Subjekt ist beim transitiven Verb das Objekt. Und oder anders gesagt, semantischer ausgedrückt, das Patiens beim Fallen ist auch das Patiens beim Fällen. Aber beim Fällen tritt dann eben auch ein Agens dazu, das einen Verursacher ausdrückt. Also kausative Aktionsart macht aus einem intransitiven ein transitives Geschehen, indem es einen Subjektverursacher noch zusätzlich ausdrückt zu einem Patiensobjekt. Ganz ähnlich funktioniert die faktitive Aktionsart. Da wird auch aus einem intransitiven ein transitives Geschehen gemacht. Hier wird auch wiederum das Subjekt zu einem Objekt.
Zum Beispiel, etwas ist schwarz, jemand schwärzt etwas, etwas ist spitz, jemand spitzt etwas, etwas ist hart, jemand härtet etwas. Der Unterschied zwischen der kausativen und der faktitiven Aktionsart besteht darin, dass bei der kausativen Aktionsart das neue Verb, das transitive Verb, aus einem intransitiven Verb abgeleitet ist und bei der faktitiven Aktionsart ist das transitive Geschehen aus einem Adjektiv abgeleitet. Ja, vergleichen Sie fallen und schwarz oder hängen und spitz oder versinken und hart. Das eine sind Verben, aus denen noch ein transitives Verb dann abgeleitet wird, und das andere sind Adjektive, aus denen dann transitive Verben gemacht werden. Sie haben schon mitbekommen, ich habe gesagt, die Verben des Deutschen sind nicht eindeutig unter bestimmte Verbarten subsumierbar, und das gilt auch in Bezug auf die Aktionsarten. Die Aktionsart eines Verbs kann sich nämlich durch den syntaktischen Kontext verändern. Wir können sowas sagen wie sie dringt mit einer durativen Bedeutung. Das könnte dann auch sowas heißen wie sie ist dem Alkohol verfallen oder sie trinkt einen Schluck. Das ist dann wiederum ein punktuelles Ereignis. Es gibt eine ganze Reihe von produktiven Präfixen, also solche, die immer noch im Gebrauch sind und mit denen neue Wörter gebildet werden, oder erweiterte Infinitivsuffixe, mit denen man also morphologisch die Aktionsart verändern kann. Das sehen Sie am Vergleich zum Beispiel von erblühen, blühen und verblühen. Da haben Sie Inkoativ, Imperfektiv und Egressiv, genauso wie bei erklingen, klingen und verklingen. Dann bei lachen und lächeln, tanzen und tänzeln, bitten und betteln, da bekommen Sie sowas wie eine Diminutivlesart, indem Sie so einen Infinitivsuffix anfügen mit illen, und so ähnlich bei platschen und plätschern oder flattern und meckern. Aber wobei bei mecken und so, meckern, da finden Sie gar nicht mehr die im Deutschen im Gebrauch die nicht-diminutive Verbform. Hier ist das zu den Verben noch einmal zusammengefasst. Wir haben die traditionellen Verbklassen mit Handlungsverben, Vorgangsverben und Zustandsverben. Dann den Verbaspekt, der in vielen Sprachen grammatisch kodiert ist, progressiv versus nicht progressiv, zum Beispiel im Englischen perfektiv versus imperfektiv oder durativ, beispielsweise in den slawischen Sprachen, und dann im Deutschen, wo wir solche Unterschiede mit der Wahl des Verbs ausdrücken oder periphrastisch, also syntaktisch. Da haben wir die Aktionsarten, die ich Ihnen aufgezählt habe. Kommen wir zu den syntaktischen Eigenschaften von Verben. Schauen wir uns die Beispielsätze hier an. Johanna wohnt des Hochhauses, oder Johanna wohnt dem Hochhaus, Johanna wohnt der Nordseite des Flusses das Hochhaus. Das sind alles keine wohlgeformten Sätze des Deutschen. Da kann man so viele Kontexte wie möglich sich ausdenken. Aber wir werden es nicht hinkriegen, diese Sätze irgendwie als wohlgeformt zu konstruieren. Anders bei Johanna wohnt in dem Hochhaus oder Johanna wohnt auf der Nordseite des Flusses oder Johanna wohnt mit ihrer Partnerin zusammen. Das sind alles wohlgeformte Sätze. Machen wir das auch mal mit dem Verb hören. Johanna hört des Tones. Nee. Nicht so, Johanna hört dem Ton, auch nicht, Johanna hört den Ton. Ja, das ist das, was wir sagen und hören. Aber auch nicht sowas wie, Johanna hört ihrer Partnerin den Ton oder Johanna hört dem Ton in den Steg. Was soll das sein? Johanna hört zu, nach oder bei dem Ton. Das geht auch nicht gut.
mit einer direktiven Lesart. Oder bei schicken, Johanna schickt des Briefes, nee, Johanna schickt dem Brief auch nicht, Johanna schickt den Brief, ah, kommen wir dem Ganzen schon näher, aber da fehlt auch noch was. Johanna schickt ihrer Partnerin den Brief, Johanna schickt den Brief an ihre Partnerin, das sind Sätze, die wir wahrscheinlich am ehesten als wohlgeformt beurteilen würden. Johanna schickt in die Wüste, da fehlt uns auch was, das kann man zum Teil so sagen, aber es fehlt halt was. Und Johanna schickt des Vaters in die Wüste, da haben wir was Zusätzliches, aber das hat leider auch nicht die richtige Form. Wenn wir mal vom Verb kurz weggehen und uns ein Adjektiv angucken, dann sowas wie stolz, dann finden wir auch hier stolz dem Kind, stolz des Kindes. Nee, wir können aber sowas sagen wie stolz auf das Kind, aber auch wiederum nicht stolz auf dem Kind. Auch hier gibt es bestimmte Ausdrücke, die mit dem Adjektiv kombiniert werden können, die dann wohlgeformt sind, eben wie bei den Verben eben, und viele andere, die in Kombination mit dem fraglichen Wort nicht wohlgeformt sind. Auch was Präpositionen betrifft, an des Kindes, nee, aber an dem Kind und an das Kind, das können wir sagen. Mit des Kindes, nein, mit das Kind auch nicht, mit dem Kind, ja. Womit wir es hier zu tun haben, das nennt man Rektion. Und die Rektion, das ist die Eigenschaft eines Worts, und wir sprechen hier vor allem von Verben, wir beziehen das also hier auf Verben, die Eigenschaft eines Verbs, grammatische Merkmale anderer Wörter zu bestimmen. Und wenn ein Wort, ein Verb das tut, dann regiert es das Merkmal bzw. das Wort hinsichtlich dieses Merkmals. Schauen wir uns die Wörter von eben nochmal an, also wohnen, hören, schicken, stolz, an und mit, dann sehen wir, wohnen regiert zum Beispiel eine lokale Präposition plus eine Nominalphrase im Dativ. Das wäre also wohnen in, auf, unter, neben, bei und so weiter, Nominalphrase im Dativ, dem Bahnhof. Ja, und wenn wir einen wohlgeformten Satz mit wohnen bilden wollen, dann muss es so eine lokale Präposition geben und eine Nominalphrase im Dativ. Entsprechend regieren, hören, schicken und so weiter ebenfalls bestimmte andere Wörter bzw. deren grammatische Merkmale. Hören regiert zum Beispiel eine Nominalphrase, die den Akkusativ tragen muss. Ich höre etwas oder ich höre den Ton, aber nicht dem Ton, Dativ oder des Tones, Genitiv oder ähnliches. Bei schicken haben wir gesehen, schicken regiert zwei verschiedene Kombinationen aus Elementen. Zum einen können wir sagen, schicken regiert eine Nominalphrase im Akkusativ und eine Nominalphrase im Dativ. Jemandem etwas schicken. Oder schicken reagiert eine Nominalphrase im Akkusativ und eine direktionale Präpositionalphrase, also etwas an jemanden schicken oder nach Marburg schicken oder nach Düsseldorf schicken. Genauso das Adjektiv stolz. Stolz regiert eine Präposition mit auf und eine darauf folgende Nominalphrase im Dativ. Also stolz auf jemanden. Entschuldigung, das müsste Akkusativ lauten. Stolz auf jemanden sein. Und an regiert entweder eine Nominalphrase im Dativ oder eine im Akkusativ. Also an dem Turm bzw. an den Turm, und mit regiert eine Nominalphrase im Dativ. Also mit ihm, aber nicht mit ihn oder mit nach. Das ist also Rektion. Und wohnen und hören, also Verben, regieren bestimmte grammatische Merkmale von anderen Wörtern. Was kann alles von Verben regiert werden? Es gibt zum Beispiel Verben, die nur einen Genitiv
regieren. Sowas wie Gedenken. Sie gedenken der Opfer. Du ermangelst jeglicher Kompetenz. Dann gibt es Verben, die einen Genitiv und einen Akkusativ regieren, zum Beispiel bezichtigen. Ich bezichtige dich des Betrugs oder entledigen. Er entledigt ihn seiner Kleider. Dann gibt es Verben, die regieren den Dativ, nur einen Dativ, zum Beispiel jemandem helfen, jemandem drohen, jemandem folgen. Verben, die einen Dativ und einen Akkusativ regieren. Jemandem etwas geben, jemandem etwas verraten, jemandem etwas schenken. Und solche Verben, die einen Dativ und eine Präposition regieren. Jemandem für etwas danken, jemandem von etwas abraten. Dann haben wir Verben, die nur einen Akkusativ regieren, sowas wie etwas lieben, lesen oder waschen. Verben, die zwei Akkusative regieren, das sind sehr wenige Verben. Lehren, ich lehre dich das Französische, das kostet dich den Job, ich nenne dich einen Idioten. Und Verben, die einen Akkusativ und eine Präposition regieren, jemanden auf etwas hinweisen, um etwas bitten, vor etwas beschützen. Und dann gibt es auch noch Verben, die eine Präposition, also genau eine, und zwar eine bestimmte Präposition regieren, warten auf, eintreten für oder folgen auf. Dann haben wir solche Verben, die zwei alternative Präpositionen regieren, das heißt, wo man zwischen zwei auswählen kann, aber zwischen zwei bestimmten, nämlich Wissen von etwas oder Wissen um etwas, Leiden an etwas oder Leiden unter etwas. Und dann gibt es auch noch Verben, die mehrere Präpositionen auf einmal, also kookkurrierende Präpositionen, regieren, sich an jemandem für etwas rächen oder sich vor jemandem für etwas schämen. Also reichhaltige und sehr stark variierende Rektionseigenschaften von Verben. Wenn wir hier nochmal den Genitiv anschauen, ein einzelner Genitiv, der von einem Verb regiert wird, dann und vergleichen das mit einer Präposition, dann finden wir sowas wie ältere, mittlerweile schon fast archaisch anmutende Konstruktionen wie sich jemandes erinnern, jemandes gedenken, etwas ermangeln oder sich etwas freuen. Und die werden oder sind auch schon zu einem Gutteil ersetzt worden im Sprachgebrauch von Verben, die von den gleichen Verben, die aber jetzt eine Präposition anstatt eines Genitivs regieren, also sich an jemanden erinnern statt sich jemandes erinnern, an jemanden denken gegenüber jemandes gedenken, sich über etwas freuen anstatt sich etwas freuen, also sich des Lebens freuen, sich über das Leben freuen. Man kann jetzt fragen, ob auch in Prädikativkonstruktionen mit Kopularverben so etwas wie Rektion vorliegt, also in sowas wie er ist oder bleibt oder wird ein Idiot. Dafür gibt es Gegenargumente, denn diese Prädikativkonstruktionen, die können auch einfach mit Adjektiven auftreten. Er ist, wird oder bleibt blöd. Das spricht dagegen, dass hier ein Nominativ regiert wird von diesen Kopularverben, wie bei ein Idiot. Und ein weiteres Gegenargument ist, dass es viele kopularlose Sprachen gibt. Also im Arabischen würde zum Beispiel das nicht lauten, er ist ein Idiot, sondern er Idiot. Und das würde bedeuten, man würde das trotzdem interpretieren als er ist ein Idiot. Aber diese Copula ist, die im Deutschen ist, lautet, die wird in vielen Sprachen gar nicht ausgedrückt. Und deshalb macht das, ist das aus sprachtypologischer, sprachvergleichender Perspektive nicht sinnvoll, hier
dem Korb, der Korb, Copula ein sowas wie eine Rektion eines Nominativs zuzuschreiben. Neben der Rektion gibt es auch noch so etwas wie die Valenz von Verben oder auch Wertigkeit genannt. Die Valenz bezeichnet die Fähigkeit eines Worts, in unserem Falle eines Verbs, andere Elemente an sich zu binden. Man kann hier bestimmte Valenzausprägungen unterscheiden. Zunächst einmal gibt es sowas wie monovalente Verben, also die syntaktisch ein anderes Element an sich binden und die deshalb einwertige Verben sind. Also zum Beispiel, sie friert, sie kichert, sie lacht, sie schwimmt, sie irrt sich, es friert mich, mich friert. Wir können nicht sagen, die Kälte friert mich. Oder die Maschine raucht, die Maschine geht aus. Also ein anderes Element wird hier vom Verb gebunden. Bei divalenten Verben oder zweiwertigen Verben bindet das Verb zwei Elemente an sich. Sie kennt, liest, liebt, mag oder verehrt Margaret Atwood. Er vertraut ihr, er dankt ihr, er wartet auf ihn. Hier werden also zwei Elemente gebunden. Dann gibt es auch noch trivalente, also dreiwertige Verben. Zum Beispiel kosten, das hatten wir eben schon. Das Haus kostete ihn seine Seele. Sie nennt ihn Boomer. Er schickt ihm Blumen. Sie weist ihn auf einen Fehler hin. Und es gibt sogar manche tetravalenten, also vierwertigen Verben. Darüber wird aber auch in der Grammatiktheorie gestritten. Zum Beispiel, sie übersetzt Margaret Atwood aus dem Englischen ins Deutsche. Das sind vier Ergänzungen zum Verb. Oder noch ein weiteres Beispiel. Sie bittet sie für den Vorfall um Nachsicht. Und dann haben wir aber auch sowas wie avalente Verben, also nullwertige Verben, die kein einziges Element an sich binden. Es schneit, es regnet, es donnert, es blitzt. Heute Nacht hat es gefroren. Hier haben wir zwar dieses S, aber dieses S ist semantisch leer. Da ist niemand, der schneit, regnet, donnert, blitzt oder friert. Wir können das nicht ersetzen durch ein Inhaltswort. Wir können nicht sagen, das Wetter schneit, regnet, donnert oder blitzt. Wir haben es also an syntaktischen Eigenschaften von Verben zum einen mit Rektion, zum anderen mit Valenz zu tun. Also die Rektion, hier wird ein grammatisches Merkmal oder mehrere grammatische Merkmale werden von einem Verb regiert. Und wir haben die Valenz, das heißt die Fähigkeit eines Verbs, andere Elemente an sich zu binden. Und wenn diese Elemente nicht mit ausgedrückt werden, dann wird der Satz nicht wohlgeformt sein. Das Verhältnis von Rektion zu Valenz ist theoretisch schwierig und das ist auch im Einzelnen theorieabhängig bestimmt. Wir werden später im Seminar nochmal auf die beiden Konzepte zurückkommen. Eine weitere Unterscheidung, die man bei syntaktischen Eigenschaften von Verben treffen kann, ist der Unterschied zwischen persönlichen und unpersönlichen Verben. Persönliche Verben sind solche, die mit einem referenziellen Subjekt aus jeder der drei Personenkategorien auftreten kann. Also erste Person, zweite Person, dritte Person. Und referenziell heißt, hier haben wir es tatsächlich mit einem Gegenstand zu tun, der dieses Geschehen trägt, das vom Verb ausgedrückt wird. Also ich schimmle, du schimmelst, er, sie, es schimmelt, wir schimmeln, ihr schimmelt, sie schimmeln. Davon unterschieden sind unpersönliche Verben. Das sind solche, die ohne ein referenzielles Subjekt, also ohne einen echten Gegenstand, der das Geschehen trägt, auftreten und die meistens dafür nur einen grammatischen Platzhalter haben. Das sind die Witterungsverben von eben, also es schneit, es blitzt, es donnert und so weiter. Es graut mir, mir graut, es dürstet mich, mich dürstet. In diesen Fällen ist das ebenfalls so. Heinrich, mir graut vor dir.
Da finden Sie im Faust eine solche Konstruktion mit einem unpersönlichen Verb. Dann können wir transitive und intransitive Verben voneinander unterscheiden. Transitiv, das kommt von transire, und dabei geht das Subjekt, das Geschehen vom Subjekt sozusagen auf das Akkusativobjekt über. Das heißt, wir haben es mit transitiven Verben zu tun, wenn Verben wenn persönliche Verben ein Subjekt und ein Akkusativobjekt haben. Und transitive Verben sind auch daran erkennbar, dass ein Vorgangspassiv aus dem Aktivsatz gebildet werden kann. Also, sie liest, mag, sieht oder trifft es und es wird von ihr gelesen, gemocht, gesehen, getroffen und so weiter. Das also hier wären lesen, mögen, sehen und treffen transitive Verben. Demgegenüber stehen dann intransitive Verben. Das wären dann alle Verben, die kein Akkusativobjekt haben und von denen auch keine Vorgangspassivkonverse gebildet werden kann. Sie hilft ihm, sie lacht, sie erinnert sich, sie wird von ihr erinnert. Das kann man nicht sagen, wenn sie und ihr die gleiche Person bezeichnen. Dazwischen gibt es auch sogenannte Mittelverben, die sind pseudotransitiv, weil sie zwar ein Akkusativobjekt haben, aber trotzdem kein Passiv von ihnen gebildet werden kann. Also sie bekommt oder sie erhält es, es wird von ihr bekommen oder erhalten, das kann man nicht sagen. Intransitive Verben und transitive Verben sind zum Teil gleichlautend in bestimmten Konjugationsformen, aber die unterscheiden sich in anderen Flexionshinsichten. Wenn Sie ein transitives Verb hängen haben, er hängte die Wäsche auf, er hängt die Wäsche auf, er hängte die Wäsche auf, er hat die Wäsche aufgehängt, und vergleichen das mit dem intransitiven Hängen, die Wäsche hängt, die Wäsche hing, die Wäsche hat gehangen, dann sehen Sie, dass sich hier im Infinitiv gleichlautende Verben trotzdem hinsichtlich ihrer Flexionseigenschaften unterscheiden, je nachdem, ob sie transitiv oder intransitiv sind. Das muss aber auch nicht so sein. Im Falle von Kochen sind sie identisch. Die Suppe kocht, er kocht die Suppe. Die Suppe kochte, die Suppe hat gekocht. Er kocht die Suppe, er kochte die Suppe, er hat die Suppe gekocht. Da sind die Formen gleich und kocht. Jetzt kann man sich darüber streiten, ob es hier zwei Verben kochen gibt, ein intransitives oder ein transitives, oder ob man hier diese Regularitäten über bestimmte Regeln modellieren möchte. Es gibt noch eine andere Redeweise über transitive und intransitive Verben, und zwar in der Typologie, also in der Teildisziplin der Linguistik, die sich mit dem Sprachvergleich beschäftigt. Ich sage Ihnen das nicht, um Sie zu verwirren, sondern um Sie darüber aufzuklären. Falls Sie in der Lektüre anderen Redeweisen begegnen als der, die ich Ihnen eben schon erläutert habe. In der Typologie sagt man oder nennt man intransitive Verben alle Verben, die nur eine und zwar semantisch unbestimmte semantische Rolle haben. Also x verbt, sowas wie jemand lacht oder fällt, das wären dann intransitive Verben. Transitive Verben wären dann solche, die ein prototypisches Agens, also ein gutes Handlungserleidendes haben, Agens und Patiens. Also A trifft P, Agens trifft Patiens wäre ein Beispiel für ein transitives Verb. Und ein ditransitives Verb wären alle Verben, die ein prototypisches Agens, ein Handlungsausführenden, ein Thema, das ist das, woran sich die Handlung vollzieht, und ein Rezipient, das ist das, worauf die Handlung dann gerichtet ist, aufweisen. Also Agens sendet Thema an Goal, an Ziel, oder A sendet Rezipient Thema.
Das wären die transitive Verben. Das wäre die typologische Sprechweise über intransitive, transitive und ditransitive Verben. Wir können außerdem auch noch relative von absoluten Verben unterscheiden. Absolute Verben sind solche, die als Prädikate zusammen mit dem Subjekt schon einen vollständigen Satz bilden. Also lachen, seufzen und singen, er lacht, er seufzt, er singt. Und relative Verben sind solche, die als Prädikate mehr als ein Subjekt zur Bildung eines vollständigen Satzes benötigen. Das wären also alle anderen Verben wie hinweisen, nehmen, geben oder ansehen. Die können nicht allein mit einem Subjekt einen vollständigen Satz bilden. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von Verben, für die jetzt strittig ist, ob sie ein absolutes Verb sind oder ein relatives Verb. Ich kann sagen, was macht Peter? Er sitzt. Jetzt können wir überlegen, ob das ein vollständiger Satz ist oder nicht. Das heißt, hier gibt es dieser Unterschied zwischen absoluten Verben und relativen Verben. Das ist keiner, der jetzt anwendbar wäre auf die Gesamtheit der deutschen Verben. Zum Schluss kommen wir noch zu den reflexiven und reziproken Verben. Reflexive Verben, was ist das? Das sind Verben, bei denen das Objekt des Geschehens referenzidentisch mit dem Subjekt ist. Also, ich bedanke mich. Er nimmt sich viel vor. Hier kommt ein Reflexivpronomen drin vor, nämlich mich und sich. Und dieses Reflexivpronomen, das ist nicht durch ein anderes Objekt ersetzbar. Wir können nicht sagen, ich bedanke ihn oder er nimmt ihr viel vor, sondern das kann immer nur ein Reflexivpronomen sein, das die gleiche Referenz, also das gleiche Bezugsobjekt hat, wie das Subjekt. Und wenn das der Fall ist, dann ist das ein echt reflexives Verb. Dann gibt es auch noch unecht reflexive Verben oder solche, man sagt auch zu denen, dass sie nur reflexiv gebraucht werden. Und in diesem Fall oder in diesen Fällen ist das Reflexivpronomen durch ein anderes Objekt ersetzbar. Man kann jetzt zum Beispiel sagen, du kämmst dich und sie wäscht sich, aber wir können auch sagen, du kämmst das Kind oder sie wäscht das Kind. Bei den echt reflexiven Verben gehört das Reflexivpronomen jetzt zum Prädikat dazu, also zum Verb sozusagen. Das Verb heißt sich bedanken oder sich etwas vornehmen bei echt reflexiven Verben und bei nur reflexiv gebrauchten Verben, da bildet diese Stelle eine Valenzstelle, also eine echte Stelle für ein echtes Objekt beim Verb. Die Verben heißen nicht sich kämmen oder sich waschen, sondern kämmen und waschen, und alle möglichen Objekte kommen da als Objekt in Frage. Bei echt reflexiven Verben sind das keine echten Objekte, sondern Teile des Prädikats. Demgegenüber stehen die reziproken Verben. Die sind äußerlich identisch mit reflexiven Verben. Und hier besteht aber eine, anders als bei reflexiven Verben, eine semantisch-symmetrische Wechselbeziehung zwischen Subjekt und Objekt. Und die wird immer pluralisch ausgedrückt. Also, das heißt zwar, Subjekt und Objekt sind referenzidentisch, aber hier erfolgt sowas wie eine Affizierung. Also jemand nimmt an etwas anderem eine Handlung vor. Jemand affiziert etwas. Die Affizierung erfolgt wechselseitig. Also sie begegnen sich oder sie begegnen einander. Was hier passiert ist, dass Person A Person B trifft und Person B Person A gleichzeitig ebenfalls trifft. Das heißt, die Affizierung, das Treffen, erfolgt wechselseitig. Und eine Probe dafür, ob das Reziprozität ist, wäre, dass man für sich auch einander einsetzen kann
Oder wenn man den Singular bildet, wird der Satz unsinnig. Also wir können sagen, sie begegnen sich und wir können einsetzen dafür für sich einander. Sie begegnen einander, kann man gut sagen. Wenn wir jetzt den Singular bilden, sie begegnet sich, dann wird der Satz unsinnig. Das ist anders bei schämen. Sie schämen sich, da können wir nicht sagen, sie schämen einander. Und wir können es sehr gut in den Singular setzen, wenn wir sagen, sie schämt sich. Das heißt, begegnen wäre ein reziprokes Verb und schämen wäre ein nicht reziprokes Verb. Schämen ist nämlich ein reflexives Verb. Das heißt, wir haben es mit reflexiven und mit reziproken Verben zu tun. Und wir können den semantischen Unterschied zwischen denen hier so symbolisieren. Bei reflexiven Verben haben wir die Referenzidentität zwischen Subjekt und Reflexivpronomen. Person A und Person A sind dabei involviert. Sie vertut sich oder sie vertun sich. Dann vertun sich Person A und Person B. Aber bei reziproken Verben, da haben wir eine Überkreuzbeziehung, also sowas wie eine wechselseitige Affizierung. Person A affiziert Person B und Person B affiziert gleichzeitig Person A. Sie verklagt sich, kann man nicht sagen, weil Reziprozität im Singular nicht ausdrückbar ist. Sie verklagen sich oder einander kann man sehr gut sagen. Verklagen ist also ein reziprokes Verb. Und damit sind wir durch mit den Unterscheidungen bei den syntaktischen Eigenschaften von Verben. Und ich fasse hier nochmal auf dieser Folie alles zusammen. Wir haben die Rektion und die Valenz als syntaktische Eigenschaften von Verben. Und wir haben persönliche von unpersönlichen, transitiven von intransitiven, absolute von relativen und reflexive von reziproken Verben unterschieden. Damit danke ich Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.